Wie haben sich die Fallzahlen seit vergangener Woche verändert? Wir haben tagesaktuell 458 Corona-Infizierte. Vor einer Woche waren es noch gut 430. Also was man im Trend sagen kann, ist, dass sich derzeit die Zahlen bei gut 400 Infizierten jeweils tagesaktuell einpendeln. Was ich aber auch noch unterstreichen möchte, ist, und das ist eine traurige Nachricht, wir hatten letzte Woche 53 Verstorbene mit oder an Corona. Heute sind es schon 57. Wie ist die Situation in den emsländischen Krankenhäusern? Derzeit sind 28 Menschen auf einer Normalstation und 6 Personen sind im Intensivbereich, davon 4 beatmet. Der Lockdown ist seit Mittwoch in Kraft. Wie stehen Sie zu den Beschränkungen? Also ich glaube, bei der Entwicklung der Fallzahlen in Gesamtdeutschland war es unvermeidlich, einen Lockdown in der beschlossenen Form durchzuführen. Und ich bin froh, dass sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die ja letztlich das Infektionsschutzgesetz umzusetzen haben, geeinigt haben, dass es bundesdeutsch einheitliche Regelungen gibt. Es würde kein Mensch verstehen, wenn hier Bundesländer unterschiedlich agieren. Und an der Stelle ist es auch so, wir haben eine Grenze zu den Niederlanden, dass die Niederlande ähnliche Maßnahmen ergriffen haben wie Deutschland. Also auch dort ist es so, es macht keinen Sinn, weder für Niederländer hier hinzukommen, um beispielsweise zu shoppen oder andersherum. Also die Einheitlichkeit begrüße ich ausdrücklich. Wie gut funktioniert das E-Learning in den Schulen im Landkreis? Das war für alle Beteiligten, für die Lehrer, für die Schüler seit März eigentlich eine ganz besondere Situation, dass teilweise die Schule geschlossen war, dass teilweise in den sogenannten Betrieb B gegangen werden musste. Und wir haben an unseren kreiseigenen Schulen die technischen Voraussetzungen dafür, dass E-Learning stattfinden kann. Ich sage aber auch ausdrücklich, das ist ein Prozess, wo alle lernen. Teilweise ruckelt es noch, aber ich glaube, dass es grundsätzlich klappt. Aber zugegebenermaßen, da ist noch Luft nach oben für alle eine neue Situation. Niedersachsen fördert die Veranstaltungsbranche mit 50 Millionen Euro. Wie wichtig sind diese Hilfen für die Veranstaltungswirtschaft im Emsland? Ich glaube, die Förderung ist ausgesprochen wichtig aus zwei Gesichtspunkten. Auf der einen Seite ist es so, dass in der Veranstaltungsbranche, aber in ganz, ganz vielen anderen Branchen auch, es durchaus sein könnte, dass ohne diese Hilfen Pleiten da wären und das sind persönliche Schicksale. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist, dass eine Veranstaltungsbranche, eine Kulturbranche natürlich dann auch strukturell wegbrechen könnte. Und dann würde sich die Frage stellen, was passiert eigentlich, wenn hoffentlich mal die Pandemie überwunden ist. Und deswegen sind solche Hilfen wichtig, einmal für die Menschen an sich, aber eben auch zum Aufrechterhalten von Strukturen. Was empfehlen Sie den Bürgerinnen und Bürgern für das Weihnachtsfest und den Übergang in das neue Jahr? Natürlich empfehle ich den Emsländerinnen und Emsländern, sich an die Regeln zu halten, daran zu denken, dass das Virus weiterhin aktiv ist, daran zu denken, dass wir einen harten Lockdown haben und daran zu denken, sich selbst und andere zu schützen. Aber ich empfehle den Emsländerinnen und Emsländern auch, diese Feiertage zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen, über die Dinge nachzudenken. Also es ist ein besonderes Weihnachten, es ist ein besonderes Silvester. Wir haben das alle so nicht erwartet, wir haben das alle so nicht gewollt, aber ich glaube, wir müssen da durch und uns an die Regeln halten.